Oh mein Gott, Leute, ich glaube, das war das beste Bachelor-Finale ever. Aber jetzt mal ganz kurz alles auf Anfang und hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zum großen Finale vom Bachelor. Heute in dieser Folge erwarten uns wundervolle Bewertungen seitens der Mutter. Ganz ein liebes, annehmbares Mädchen. Die totale Überforderung bei den Kandidaten. Was fragst du denn für Fragen? Und große Offenbarungen. Rauchst du? Ja. Folge treffen Diana und Violetta auf die Mutter vom Bachelor und wir wollen alle hoffen, dass die Mutter nicht so ist wie der Bachelor, weil dann wäre es eine Katastrophe. Wir starten mit der Folge ganz sanft wie immer mit zarten Gedankengängen vom Bachelor. Ich vertraue auf dieses ganze Konzept, was hier stattfindet. Der gute Mann hat also Vertrauen in das Konzept der Bachelor. Man merkt, er hat die Sendung, glaube ich, noch nie geguckt, weil sonst wüsste er es besser. Alles klar. Die Frage, die sich dann aber jetzt stellt, ist, wie hat sich das Konzept der Bachelor denn bis jetzt für den Bachelor ausgewirkt? Ich spüre kein Verliebtsein. Okay, alles klar. Die große Liebe spürt er also noch nicht. Das bedeutet, das Format hat bis jetzt für ihn noch nicht so gebracht. Aber schauen wir mal weiter. Für mich ist es ein respektvolles Versprechen, das, was ich auch einhalten würde. Die letzte Rose wäre für ihn ein Versprechen. Und die kann er anscheinend bis jetzt noch nicht wirklich verteilen. Heißt das, der korbt am Ende beide Frauen? Gab es sowas schon mal? Das wäre super lustig, aber wir werden es sehen. Nicht nur mir gegenüber, sondern auch der Person, der was ich die Rose gibt. Der Person, der wo das ich die Rose gebe. Ja, Journalismusstudentin Diana ist bestimmt hellauf begeistert, wenn sie solche Sätze hört. Direkt am Anfang der Folge trifft dann der Bachelor auf seine Mutter und die haben sich natürlich noch gar nicht gesehen, auch als er in Deutschland war natürlich nicht, warum sollten sie sich da getroffen haben. Und muss natürlich jetzt erstmal so ein bisschen vor der Kamera besprechen, wie es bis jetzt mit dem Bachelor so ergangen ist. Diese 2 Monate, was ich erleben durfte, waren wie 10 Jahre Gespräche beim Psychologen. Ja Leute, merkt euch das, wenn ihr große Probleme in euch selber tragt, dann geht zum Bachelor. Geht nicht zum Psychologen, spart euch die 10 Jahre, geht zum Bachelor, weil das Format, das reinigt euch im Inneren. Ja, die erste Kandidatin, die der Mutter vom Bachelor vorgestellt wird, ist dann Vio und darüber müssen noch mal ein paar Gedankengänge vom Bachelor noch mal ein bisschen Revue passiert werden. Bis zu unserem Flamingo-Date und den Abend hatte ich immer so ein Kribbeln im Bauch, wenn ich Vio gesehen habe. Das große Flamingo-Date, wir erinnern uns, das Date, wo es keine Übernachtung gab, das ist nicht so gut gelaufen. Aber bis ich so ihr leicht egoistisches Verhalten gesehen habe, ist bei mir so ein bisschen was vergangen. Boah, stellt euch mal vor, Vio hatte leicht egoistisches Verhalten an den Tag gelegt. Das kann der Bachelor gar nicht ertragen, weil wenn es 2 Leute gibt, die sowas haben, dann das ist nicht gut für eine Beziehung. Es reicht, wenn einer so wäre. Das hat der Bachelor dann eigentlich gut analysiert. Und dann beharrte sie so regelrecht auf ihren Gefühlen. Ja, es ist ja jetzt keine Riesenkatastrophe, für mich persönlich jetzt schon, aber es ist ja, es ist halt, wie es ist. Oh mein Gott, die Vio hat so richtig auf ihren Gefühlen beharrt. Also ich kann ja verstehen, wenn man ein bisschen sauer ist, dass man auf einen falschen Standpunkt beharrt. Aber wenn das doch ihre Gefühle waren, dann waren das ihre Gefühle. Vor allem, wir erinnern uns, der Bachelor, die Person, die Körbe nicht abkann, die Zurückweisungen damit gar nicht klarkommt, wenn ihn jemand nicht küssen will, rastet aus, dann so, nein, du kriegst keine Rosen mehr, ciao. Aber wenn jemand anders traurig ist und ein bisschen verletzt ist, dann ist es auch nicht okay vom Bachelor, das kann er gar nicht nachvollziehen anscheinend. Aber es ist vielleicht der Druck hier, weißt du schon? Ja, wie gesagt, das darf man ihr nicht vorhalten, hast du vollkommen recht. Ach Sebastian, genau das machst du. Du hältst es ihr ja quasi vor, dass sie solche Gefühle gezeigt hat. Also, dieser Dude, ne? Schließlich kommt dann Violetta aber auch und die Mutter lernt sie endlich kennen. Und die Mutter hat dann auch ein eigenes Urteil zu Violetta schnell gefällt. Ganz ein liebes, annehmbares Mädchen. Ein annehmbares Mädchen. Mensch, die Mutter ist ja hin und weg, dass die Violetta annehmbar ist für ihren Sebastian. Wow. Insgesamt war das Gespräch zwischen Sebastian, der Mutter und Violetta jetzt nicht ganz so spannend. Und daraufhin fahren dann Sebastian und Violetta kurz dann weg, um dann wieder Zweisamkeit genießen zu können. Und Sebastian muss jetzt kurz vorm Finale halt noch tiefe Fragen stellen, damit er sich halt wirklich eine Entscheidung treffen, fällen, was auch immer machen kann. Was sind so stressige Momente für dich eigentlich? So komische Fragen, die einfach aus dem Nichts gestellt werden, das sind stressige Momente für jeden. Was meinst du, wo wir so gefühlstechnisch stehen? Wie empfindest du mich so als Mann? Das sind seine tiefen Fragen, die er zum Schluss nochmal stellen muss. Wie empfindest du mich als Mann? Wow. Wenn du über deine Gefühle von mir nachdenkst, kannst du da weiter ins Detail gehen? Was fragst du denn für Fragen? Violetta kann ihre Gefühle nicht ganz in Worte fassen, beziehungsweise traut sich auch nicht, vor den Kameras das alles zu offenbaren, was irgendwie verständlich ist. Weil stell dir mal vor, du sagst dem Bachelor, oh mein Gott, ich liebe dich über alles, du bist schon mein Traummann, bla bla bla, und revealst einfach alles. Und der Bachelor so, ja, nö. Das ist dann so ein harter, fetter Korb im deutschen Fernsehen. Darauf hat man doch offensichtlich keinen Bock, aber der Bachelor kann das nicht ganz nachvollziehen.
die jetzt hat mir nichts sagt, weil sie sich unwohl fühlt, kann ich mir nicht vorstellen, weil sie hat mich auch beim ersten Date, das erste Einzeldate, was wir hatten, hat sie mich auch geküsst. Sie hat mich schon geküsst, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie ihre Gefühle da nicht offenbaren kann. Kann der mal aufhören, immer von diesem Scheiß rumgeknutscht zu reden? Also dass das wirklich das Nonplusultra für den ist, das ist super anstrengend. Aber naja, sie hat ihn schon geküsst, also kann sie eigentlich auch jetzt mal alle ihre Gefühle auf den Tisch legen. Karten auf den Tisch, Violetta, sonst fliegst du raus. Und es ist Diana. Willst du das? Ich denke nicht. Jetzt zum Schluss wird Vio die Stimmung dann nochmal ein bisschen auflockern und das macht sie dann mit dem übelsten Gag ever. Auf jeden Fall schickst du mal. Okay. Na, tatsächlich? Nein. War nur ein Gag. Wie Schiene fährst du denn? Bin ich schon lustig. Sie ist auf jeden Fall fix und alle. Nein, das war ein Spaß. Dann gucken wir uns doch lieber das Mother Date mit Diana am nächsten Tag an und die wirkt auch schon ein bisschen aufgeschlossener, netter und da kann man sich das Date auch wirklich mal angucken. Dürst du auch so gesund essen, leben wie er? Nee. Und das finde ich tatsächlich sympathisch. Nein, ich lebe nicht so krass gesund wie er, ich lebe normal. Dieses gesunde Leben, das was sie eben momentan noch nicht führt. Sebastian denkt sich das schon so, sie muss schon mega zu mir passen und wenn sie nicht perfekt gesund ist, Dinge, die irgendwie ganz schön spät rauskommen und immer zu Problemen werden, wie bei Lea. Ich koche auch voll oft gesund für mich, um Gottes Willen, aber ich esse Fleisch und ich rauche ab und an und ich trinke auch gerne mein Glas Wein. Sie isst Fleisch, trinkt ab und an ein Glas Wein und hin und wieder raucht sie. Okay, beim Rauchen kann ich verstehen, dass man sagt, no, muss nicht unbedingt sein, aber bei ihr ist das so kein hin und wieder mal rauchen. Also jetzt auch kein, wo man sich denkt, wow, girl, raste aus, sondern es ist halt hin und wieder. Aber das ist halt anscheinend nicht gut genug. Mein Bruder hat Crack geraucht. Ich habe gesehen, wie er einen Bach hinuntergegangen ist. Diana raucht ab und an und Bastis Bruder hat mal Crack geraucht. It's the same. It's genau das Gleiche. Diana erinnert ihn zu sehr daran, weil sie auch so krass ungesund ist. Ich möchte sie auch nicht aus ihrem Leben reißen, aber wäre sie bereit, dieses Leben einzuschlagen wie ich? Um die Frage zu beantworten, ja, Diana denkt sich nämlich so, ich bräuchte eigentlich nur meinen Arschtritt, damit ich nochmal ein bisschen gesünder lebe. Auch wenn ihr Leben jetzt nicht aus Schokolade und Chips besteht, sondern aus normalem Essen. Wirklich, das sind anscheinend große Probleme. Wirklich, das ist das große Problem bei Diana. Das ist keins. Im Endeffekt macht die Mutter dann noch ein kleines Einzelverhör mit Diana und stellt dann auch direkt die wichtigen Fragen. Rauchst du? Ja. Und Diana richtig bitchy. Ja. So, bam. Stare Battle mit The Mother. Ja, why not? Also ich bin nicht übertrieben abhängig. Wenn ich mit meiner Mama im Sommer 3 Wochen in Russland bin, dann rauche ich zum Beispiel nicht. Meine Familie weiß auch gar nicht, dass ich rauche. Meine Familie weiß nicht, dass ich rauche. Ich reveale das mal ganz kurz hier im deutschen Fernsehen, dass das jeder mitbekommt. Aber sie weiß es nicht. Was wird Diana jetzt machen, wenn es ausgestrahlt wird? Mama, halt dir mal kurz die Ohren zu, bitte. Wow. Man wird keinen perfekten Menschen kriegen. So einen muss man schnitzen. Das geht gar nicht. Sowas bekommt auch er nicht und er ist ja auch nicht perfekt. Oh mein Gott, was für eine wahre Aussage von dieser Mutter. Die ist ja so viel selbstreflektierter als der Sebastian. Warum hat der das nicht? Warum ist sie nicht die Bachelorette geworden? Mensch, die weiß, wie man das macht. Aber ja, ich finde ihre Aussage eigentlich wirklich richtig gut. Ich finde es sogar richtig toll, dass sie auch sagt, so, der Basti ist halt auch nicht perfekt, aber der braucht dann auch nichts Perfektes erwarten. Der hat auch seine Probleme. So ist das aber auch, Leute. Kriegt keinen Perfekten. Nehmt den Besten, mit dem man sich was aufbauen kann und nicht den Perfekten. Ich weiß, wie es geht, by the way. Deswegen bin ich Single. Nach diesem ganzen Rumgedate und Mutter kennenlernen, kommt es dann auch schon zur großen Entscheidung. Und wir sehen dann, wie Diana und Vio langsam zu Sebastian hingefahren werden. Es ist vielleicht irgendwie schon ein bisschen Foreshadowing, dass Vio halt ein schönes weißes Kleid trägt für Freude und Hochzeit und alles. Und Diana schwarz für Trauer, Tod und Verderben. Ich weiß es ja nicht. Da die Mädels aber getrennt bei Sebastian ankommen, führt er das erste Gespräch mit Violetta und das ist auch total berührend und gar nicht schnell aus den Fingern gesogen, sondern richtig durchdacht und schön. Ja, du bist ein sehr bezauberndes Mädchen. Du bist wirklich wunderschön und Ja, du bist ganz nett und voll hübsch. Wow. Ja, komm Sebastian, kriegt sie jetzt die Rose oder kriegt sie nicht? Ich glaube, ich kann dir nicht aus tiefstem Herzen diese Rose geben. Ja, okay, schade, Violetta, du kriegst die Rose nicht. Was sagst du noch dazu? Er muss ja nach seinem Herzen gehen und wenn sein Herz bei Diana ist, dann ist es schön, dass die beiden sich gefunden haben. Oh, das ist wirklich voll schön, dass die beiden sich gefunden haben. Das ist echt. Dann gucken wir uns mal das junge Glück jetzt an, wie Diana und Sebastian da zusammen stehen werden. Wer hätte das gedacht? Ja. Wie gesagt, auch da wortgewandt, wie immer.
Aber nun fängt auch Sebastian bei Diana ein wunderschönes Gespräch an. Ich hab's oft beteuert, wie ernst mir die ganze Sache hier ist. Und Diana guckt nur so, halt die Fresse, mach hin, gib mir die Rose, komm zum Punkt. Ja, komm zum Punkt, Sebastian. Deswegen würde ich dir keine Rose geben. Dann gibt einfach Diana auch keine Rose. Wie super ist das denn? Der hat in Wahrheit also jetzt einfach nur 2 Monate netten Urlaub gehabt, ein bisschen rumgeknutscht, wahrscheinlich auch ein bisschen rumgevögelt und ist alles auf Kosten von RTL. Wie geil ist das denn? Jetzt hat er am Ende keine an der Backe, die ihn vielleicht nervt. Der hat doch alles richtig gemacht. Das war wow. Wow. Ja, Diana ist allerdings ein bisschen weniger gefasst als Vio, wer hätte das jetzt erwartet? Ja, das können wir jetzt lassen. Oh Gott, und es wird noch besser. Tut mir leid. Okay. Ich bring mich zum Auto. Muss das sein? Ja, Diana. RTL will es so. Was, glaube ich, auch der Wahrheit entspricht. Oh, wie schön, dass ihr noch Händchen halten, jetzt den ganzen Weg zusammen runterlaufen. Das ist... Oh Gott, es wird immer besser. Ich liebe diese Folge einfach, oder? Diana, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du musst nichts mehr sagen. Es ist an dieser Stelle gelaufen. Wir werden nie wieder in diesem Leben was miteinander zu tun haben. Wow, und jetzt ist sie richtig eingepisst. Das ist richtig gut. Tolles Finale, oder? Mein Gott. Ich hätte es noch toll gefunden, wenn die den irgendwie richtigen Spruch noch richtig reingedrückt hätte, aber naja, leider nein. Ich sage das seit 4 Wochen und da waren noch viele weitere Frauen dabei, dass er sich für Vio entscheiden wird. Es war offensichtlich, es war vielleicht einfach dumm von mir. Ja, Diana, weißt du, was auch noch richtig dumm von dir ist? Dass es nicht Vio geworden ist. Und ich finde das toll. Also Vio fährt nach Hause und denkt, Diana hat gewonnen. Diana fährt nach Hause und denkt, Vio hat gewonnen. Und es wurde nicht aufgeklärt. Also ich hatte an Sebastian Stelle gedacht, noch gesagt so, nee, also ich habe mich nicht wirklich für die anderen entschieden, sondern... Ach, okay, ich habe mich nur gegen dich entschieden. Ist auch ungeil. Aber, naja, beide denken es nun. Ich hätte gerne das Gesicht gesehen von denen, wenn sie gewusst hätten, dass einfach beides nicht geworden sind. Ein Träumchen. Ja, und das war das große Finale vom Bachelor. Mehr ist dann nicht passiert. Die Folge war dann vorbei. Der Bachelor hat sich abgefeiert wie sonst was wahrscheinlich. Geiler Urlaub und fertig. Und das war es dann gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken unten in die Kommentare. Und was ganz wichtig ist, nächste Woche startet Temptation Island. Und glaubt mir, es ist super geworden, super gut. Und es wird ein Traum werden. Deswegen schaltet auch da gerne ein. Wir sehen uns bis dann. Bis zum nächsten Mal. Was auch immer. Ciao.